Fashion Star is back mit der vierten Staffel. Gemeinsam mit Piqueur Escadron suchen wir weiter nach den Fashion Stars im Reitsport. Unsere vier Kandidatinnen Inke, Susanne, Antonia und Diana shoppen bei Löstau um die Wette. Turnierreiter Jens Hilberts, unser Juror, freut sich auf die neuen Outfits. Welcome to Fashion Star Staffel 4 und mein Name ist Jens Hilbert und ich bin Host of the Show. Wir haben eine Mordsfreude, die vierte Staffel, so viele Bewerber und so tolle Protagonisten für die ganze Woche wieder gefunden zu haben. Ich verspreche euch Action pur und das Motto hat es in sich. Springtime, Summertime, lässig, schick, Funktion. Die neuesten Kollektionen von Piqueur Escadron präsentiert in den Flagship Stores von Löstau. Starten wird die erste, die Inke, und die hat ihre coolen Power-Couple Dennis dabei. Es wird mordslustig, fast schon wie bei den Geissens, aber nur fast. Also freut euch auf Inke und Dennis bei Fashion Star. Und das ist unsere erste Kandidatin, Inke. Ein kreativer Kopf, der seine Gedanken gerne aufs Papier bringt. Dabei kann es schon mal chaotisch zugehen. Die Designstudentin aus Hörstel wirft ihre Ideen gerne mal für einen neuen Einfall über den Haufen. Manchmal wäre die 26-jährige Inke lieber wie ihr Pferd, denn Charlie ist ein echter Saubermann. Auf Ordnung und Sauberkeit stets bedacht, sorgt er dafür, dass er nicht überall seine Pferdeäpfel fallen lässt. Nicht nur wegen seines Hangs zur Sauberkeit ist Charlie Inkes Herzenspferd. Am liebsten reiten die beiden in das Dressurviereck. Da werden die zwei zu einer Einheit. Wenn man die beiden so sieht, käme man nicht auf die Idee, dass Inkes Reitanfänge eher etwas mit einem Drahtesel zu tun hatten. Auf Blitz lernte sie den richtigen Sitz. Bis aus dem Fahrradsattel ein richtiger Sattel wurde. Aus dem wirft Inke seither so schnell nichts. Über Geschichten wie diese redet sie gerne in ihrem Podcast, zusammen mit ihrem Freund, der neben Charlie ihr treuester Begleiter ist. Hier im Pferdesporthaus Löstau in Lehrte, dem größten Piqueur-Shop Europas, will Inke uns ihre Kreativität auch in Sachen Mode beweisen. Und ihr Freund sorgt als Shoppingbegleitung dafür, dass sie dabei nicht zu oft ihre Einfälle wechselt. Hi, ich bin Dennis. Ich bin Inkes perfekte Shoppingbegleitung, weil ich ihr Freund, ihr Berater und auch ihr Manager bin. Und auch der Finanzboss. 600 Euro darf Inke gleich für sich und ihren Charlie ausgeben. Bei Löstau in Lehrte wartet eine Riesenauswahl. Doch bevor sie ihr Outfit zusammensucht, steht noch eine wichtige Entscheidung an. Nimmt sie das Geschenk in der Blackbox, dann hat sie nur 15 Minuten fürs Shoppen. Verzichtet sie auf das Geschenk, darf sie 5 Minuten länger shoppen und hat insgesamt 20 Minuten Zeit, um das Motto und ihr Outfit zu finden. Na klar, die beiden nehmen die Überraschung. Doch gefällt sie Inke auch? Jetzt bin ich mega gespannt, was da wohl drin ist. Ja, das war meine Entscheidung. Zu Hause kriege ich wieder Ärger. Die Jacke gefällt mir schon mal, die kann sie mir geben. Okay, die ist schon mal nicht so breit, dass ich sagen würde, dass da keine Stiefel drin sind. Was meinst du? Nee. Ah, der hat die erste Staffel geguckt. Guck mal da, ein Schlawiner, der Dennis. Oha, was ist das? Weiß ich auch nicht genau. Ah, eine Reitlänge. Eine Unterhaus für den Dennis. Ja, cool. Die okay, sieht ja schon Grau. Mal relativ luftig aus. Ja, also haben wir schon mal einen Teil. Cool. Und schon mal eine Farbgebung. Das ist sehr schon mal schön. Cool, gute Voraussetzung. Ach, Gott sei Dank. Na dann, 3, 2, 1, los! So, das gefällt mir schon mal. Action, so starten wir in die neue Woche. Chaga! Vollgas! Ich geh rechts rum. Gelbe Schleife, wo bist du nur? Wo könnte sie sein? Wo könnte sie sein? Dennis, was glaubst du steht auf der Schleife? Also ich vermute mal, was für den Sommer. Vielleicht wird das ja wieder ein warmer Sommer dieses Jahr. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es so vielleicht schöne, luftige Kleidung sein sollte. Also ich würde sagen, jetzt erstmal die Schleife finden, weil sonst haben wir gar keinen Plan. Weniger quatschen, mehr suchen. Dennis soll nicht so viel quatschen. Welches Motto wäre denn ein No-Go?
Eigentlich sind alle Mottos für uns cool. Aber wir müssen ja auch vor allem ein Outfit für Charlie finden, für unser Pferd. Und der ist ein bisschen wählerisch, also. Was mag der denn nicht? Pink mag er zum Beispiel nicht. Das ist ja auch ein Wallach. Oh, manche Jungs mögen Pink. Und Glitzer findet der bestimmt auch nicht so gut. Und Glitzer auch. Enkel, wir müssen ihn immer noch nicht finden. Wo warst du schon überall? Okay, ja. Die Zeit ist abgelaufen. Wir präsentieren uns heute nackt. Das ist doch auch für den Frühling ganz schön. Das ist schwer gemacht. Echt? Ich glaub's auch. Wo liegt dein Puls, Inke? Relativ hoch. Aber sehr schön, wenn wir die Schleife jetzt einfach mal finden würden. Nachfolgende Veranstaltungen verschieben sich leider. Wir sind heute bei Wetten, dass und die 27. Wette hat doch wieder bis zu den Tagesthemen gedauert. Nicht versteckt sein. Vielleicht irgendwo drin oder so. Hast du überall zwischen den... Ja, ich habe ja auch schon... Kleider geguckt. Kalt. Hier, ich hab sie. Ich hab sie. Gott sei Dank. Hast du hier nicht angefangen? Fashionstar. Funktional, einfach, luftig und elastisch. Funktional, nochmal. Funktional, einfach, luftig und elastisch. Cool. So, also, wir können es ja auch noch mal in drei verschiedenen Dialekten vorlesen. Dann fangen wir an. Ich würde sagen, du startest mit deinem Outfit. Ich suche schon mal was für Charlie. Okay. Aber wir müssen das ungefähr von den Farben abstimmen. Lass uns erst gemeinsam bei Charlie gucken. Okay. Hier sind Schabern. Also, du startest hier und hier. Jetzt lass uns erstmal zusammen nach den Farben gucken. Ah ja, das ist doch mal ein Plan, würde ich sagen. Enke, hier sind so luftige. Guck mal. Was ist denn das? Ah ja, sehr gut. Das wird ja schon mal zur Hose passen, oder? Für die Hose noch mal raus. Was ist denn das? Ich würde sagen, für Fell entscheiden wir uns nicht. Weil es soll ja schön luftig sein und auch warm, oder? Ah, eine luftige Schabracke. Guck mal, das sieht ja so atmungsaktiv aus. 5 Minuten sind schon rum. Also ich finde... Ja, guck mal, die ist ja auch relativ. Aber die brauchen wir als Dressurschabracke. Ja. Ist die das? Die könnte Ach, hey! Gib mal ein bisschen Stoff. Hab sie. Okay. Passenden Beinschutz dazu. Guck mal, die graue. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, cool. Die ist recht funktional, würde ich mal sagen. Und welche Farbe passt dazu? Ich würde sagen, dass wir das mit Orange kombinieren. Ja. Bandagen, Bandagen. Das sind auch so schön luftdurchlässige. Super, das sind diese Klimatags. Vier Stück? Ja. Vorne und die hinten. Sind auch atmungsaktiv. Genau, und dann brauchen wir die passenden Bandagen dazu. Das sind die schmalen, richtig? Ja, ist gut. Die schmalen sind gut? Ja. Okay. Dann die passenden Bandagen in Grau. Also der Dennis kennt sich schon mal ganz gut aus. Der ist öfters dabei. Hier. Ich zieh das schon mal an und du suchst, okay? Ja. Sag mal, ist Shoppen gehen immer so einfach mit Inke? Also das Problem ist bei ihr so ein bisschen, dass sie jetzt alle Sachen sucht und gleich will sie was ganz anderes auf einmal haben. Und dann ist wahrscheinlich die Schabracke auch nicht mehr gut. Und deswegen, ich habe mich noch nicht darauf eingestellt, dass das hier die Endfassung wird. Weil wenn es jetzt so ein heißer Sommer wird, dann gibt es bestimmt auch voll viele Insekten, weil es jetzt im Winter so mild war. Deswegen braucht Charlie unbedingt auch einen Schutz. Aha, und Inke? Also ich bin eher auf Charlie gepolt. Ich gucke immer, dass Charlie gute Sachen hat. Weil Inke, die macht das schon alleine. Und zur Not kriege ich dann zu Hause Ärger, aber... Dennis, das guck mal schnell! Ist ja nicht mit auf der Kamera. Ja, das ist doch gut. Das sieht doch schon mal mega gut funktional aus, oder? Guck, ja. Das Shirt ist auch sehr atmungsaktiv. Gut. Also der Dennis sagt, er kriegt zu Hause Ärger, wenn sie nicht dabei ist und sie kommt... Die noch dazu? Schatzi, sehe ich so gut aus? Das hier auch zu nehmen. Ja, das nehmen wir dazu, den Strick. 5 Minuten, Dennis! Wir brauchen noch Schuhe. Enke, du brauchst einen Schuh. Jetzt musst du dich also doch um Charlie und Inke kümmern. Dennis, du musst mir hier ganz schnell helfen. Nee, ich muss erst den Preis einmal nachgucken. 90. Mehr als 600 Euro dürfen es nicht werden. 90. Plus 39. Überall Schuhe. Dennis, ich habe noch keine Schuhe gefunden. Dennis! 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 Dennis, rechne doch mal aus. Dennis!
Hey, ich habe noch nichts gefunden. Ach, Menno. Ja, welche Farbe denn? Am besten schwarz. Schwarz, schwarz, schwarz. Ist hier irgendwas in 40? Hier. Dunkelbraun. Geht auch. Ja, ist ja fast schwarz. Schön in schwarz. Hier. 42. Ich finde ehrlich gesagt das Oberteil. 40. Ja, die haben sie nicht. Ich finde das Elcher ziemlich stylisch, weil das auch so stretchig ist. Aber guck mal, das sieht doch auch super aus. Ja. Die nehmen wir. Wie teuer? Hier, guck mal. Die ist doch mega schön. Ja, das passt auch hier mit dem Reißverschluss. Die okay. Nehmen wir noch dazu. Dennis, hier sind noch hier passende Reitsocken. Ja. Und eine passende Fliegendecke? Fliegendecke? Habe ich hier. Charlie hat ja Eisen, der braucht auf jeden Fall Glocken. Okay. 24? 34, 95. Okay, also. Aber die passen nicht so gut, Dennis. Der braucht keine Glocken. Dennis, weißt du, an wen die mich erinnern? Nee, die sind Robert und Carmen Geis. Robert! Die ganze Zeit. Dennis! Aber er braucht ja nicht unbedingt welches. Hier, die können wir auch nehmen. Die sind etwas funktionaler. Okay, okay, okay. Rüber, so sieht ungefähr das Pferd aus. Schau mal, so. Die kommen dann ganz neue Taktik. Pferd flach auf den Boden legen und dekorieren. Und Charlie ist der Gewinner hier. Siehst du noch irgendwas Cooles in der letzten Sekunde, Dennis? Nein, wir dürfen auch nicht mehr. Dürfen nicht mehr? Okay, schade, ich könnte jetzt noch weiter. Ja, cool. Passt zum Motto. Alles funktional, alles schön luftig und es wird wieder ein warmer Sommer. Deswegen haben wir jetzt keine Jacken oder sowas genommen. Ja. Dennis, du solltest dich als für die Wettervorhersage bewerben. Genau. Und vor allem alles gegen Fliegen geschützt. Und Bandagen mit den Klimatex, die sind ja auch sehr atmungsaktiv, weil Charles ist ja ein Dressurpferd. Kommt keine Gamaschen auf. Aber das kann man ja mit den Klimatex auch super machen. Und die Socken finde ich auch mega cool, die passen perfekt dazu. Und die Tasche, cool. Mega. Knuddeltime. Brav gemacht, brav gemacht. Genau. Fashion Leckerlis für maximal 600 Euro. Und richtig sportlich. Dein Geschenk, die Escadron Riding Tide Reflex, kostet eigentlich knapp 100 Euro. Dazu eine schwarze Löstau-Stiefelette und knallige Escadron-Kniestrümpfe. Inkes Longsleeve in Neon-Orange passt zu den Socken. Es ist funktional und atmungsaktiv. Nur 209 Euro hat Inke für ihr Outfit ausgegeben. Und wie viel Spaß hat es dir gemacht? Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ich bin mega zufrieden mit meinem Outfit. Ich fühle mich richtig sportlich und ich könnte jetzt direkt starten mit Charlie. Also wirklich richtig cool. Und ich freue mich auch, dass Dennis quasi dazu tendiert hat, wirklich auch die Box zu wählen und wir dann die Hose bekommen haben, weil das war ein sehr gutes Stück, worauf wir dann aufbauen konnten. Und so sieht Charlie aus. Grau und Orange, perfekt abgestimmt. Das Reflexhalfter gibt's für knapp 30 Euro. Und für die Beine sind es Unterlagen, Bandagen und Hufglocken von Escadron. Atmen kann die Anti-Slip-Schabracke. Sie kostet rund 90 Euro. Ach, und Hund Kenny ist doch wohl das schönste Accessoire, oder? Inke hat die Messlatte mit ihrem luftigen Look schon ganz schön hochgelegt. Kann Susanne noch einen drauflegen? Dennis! Die Geissens von Fashion Star. Hätte es nicht einen besseren Start diese Woche geben können? Also, wir haben Spaß gehabt. Und es geht gleich weiter. Super lustig, aber irgendwie auch ein bisschen komisch, denn der Einstieg ist ein bisschen farblos. Wie kann High Fashion von Löster und Piqueur Escadron farblos sein? Das geht doch gar nicht. Oder doch? Das seht ihr in der zweiten Sendung bei Fashion Star.